Rapper Eko Fresh und seine Frau Sarah sind entsetzt. Ihr geliebter Kater wurde von einem Unbekannten mehrfach angeschossen. Rapper Eko Fresh, 41, und seine Ehefrau Sarah Bora, 35, sind entsetzt. Ihr geliebtes Haustier, der Kater Mr. Grey, wurde das Ziel einer brutalen Attacke mit einem Luftgewehr. Wir dachten an einen Fuchsbiss, erklärte Sarah gegenüber Bild.de. Die Realität stellte sich jedoch als weit schlimmer heraus. Ein unbekannter Täter schoss dreimal auf den Kater des Musikers, zielte dabei auf den Brustkorb und hatte offenbar vor, das Tier zu töten. Im September 2023 bemerkten sie, dass Mr. Grey hohes Fieber und eine rätselhafte Wunde hatte. Fast ein Jahr lang musste der 10-jährige Kater immer wieder behandelt werden. Lange nahmen alle ein Unglück an, bis vor kurzem eine schockierende Entdeckung gemacht wurde. Die Polizei macht Eko Fresh und seiner Frau wenig Mut. Röntgenaufnahmen zeigten im August 2024 drei Projektile in Mr. Greys Brustkorb, Rücken und Vorderbein. Auf das Tier, das in Eko Freshs und Sarahs Heimat Kerpen, NRW, frei herumlaufen darf, wurde geschossen. Mein Mann hat es gar nicht geglaubt, als ich ihm das erzählt habe, sagt Sarah. Gerade, weil wir auf dem Land wohnen, dachte ich, die Leute sind sehr naturverbunden und tierfreundlich. Seit dem Angriff sei ihr geliebtes Haustier plötzlich ganz verändert. Ängstlich, anhänglich und traut sich nicht mehr weit vom Haus weg. Der Rapper und seine Frau haben inzwischen Anzeige erstattet. Die Behörden machten dem Paar allerdings nur wenig Mut. Sie sagten, das sei im Gebiet Kerpen schon häufiger passiert. Eko Freshs Tierarzt sicher, das muss Hass auf Tiere gewesen sein. Inzwischen geht es dem Kater besser. Sarah bestätigte dies in einer Instagram-Story, in der Mr. Grey auf ihrem Schoß zu sehen ist. Der Angriff hätte jedoch fatale Folgen haben können. Es hätte die Lunge oder das Auge treffen können. Mit Spitzendiabolo minus 4,5 mm geschossen kann größerer Schaden als mit flachen Projektilen angerichtet werden, erklärte ihr Tierarzt Dr. Sebastian Sater. Das muss Hass auf Tiere gewesen sein. Das Tier hätte sterben können. Die Projektile verbleiben zunächst im Körper des Katers, solange sie keine Probleme verursachen. Eko Fresh, Sarah und ihr Sohn Elijah hoffen nun, dass der Täter schnell gefasst wird.